Liebe Leute, lasst euch doch mal sagen, wer gewinnen will, der muss was wagen. Der braucht Verstand, ein bisschen Fleiß und er braucht ein Los vom großen Preis. Lose gibt's bei der Post, bei jeder guten Bank, also hingehen, ausfüllen und vielen Dank. Da kann man helfen und gewinnen. Wer will sich da noch lang besinnen? Und bei der Sendung Goldmillion gibt's dann einiges zu holen. Jo. Ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Die G7-Staaten unterstreichen die Partnerschaft mit Russland. Gemeinsamkeit. In Neapel finden die führenden Industriestaaten und Moskau eine einheitliche Linie. Trauer. Nordkorea nach dem Tode des Staatspräsidenten Kim Il-sung. Formel 1. Spitzenreiter Michael Schumacher belegt in Silverstone den zweiten Platz. Zum Abschluss ihres zweitägigen Gipfels haben die G7-Staaten in Neapel gemeinsam mit Russland eine Erklärung zur weltpolitischen Lage verabschiedet. Darin werden die bosnischen Konfliktparteien nachdrücklich aufgefordert, einen Friedensplan anzunehmen. Die internationale Kontrolle zum Schutz der Menschenrechte soll verbessert werden. Den Vereinten Nationen weisen die acht in ihrem Kommuniqué eine zentrale Rolle bei der Friedenserhaltung und Schaffung zu. Gastgeber Silvio Berlusconi kritzelt letzte Notizen auf das Schlusskommuniqué. Mit einer Stunde Verspätung gibt er das Ergebnis der heutigen politischen Beratung der Öffentlichkeit bekannt. Es ist eine umfangreiche Auflistung aller Weltprobleme, deren Lösung man einfordert. Zum ersten Mal als offizielles Mitglied in der Runde Boris Jelzin. Mit seiner Zustimmung werden Beschlüsse zu so verzwickten Themen gefasst wie dem Bosnien-Konflikt, in dem Jelzin sich einzusetzen verspricht. Sowie zur Auseinandersetzung über das nordkoreanische Atomprogramm. Man will entschieden gegen die Weiterverbreitung von Atomwaffen vorgehen. Dann wendet sich der charmante Berlusconi auf Französisch an François Mitterrand. Er verabschiede sich im Namen aller von dem Künstler und Poeten der Politik. Mitterrand, zum 14. und letzten Mal dabei, nimmt die Huldigung gnädig entgegen. Damit findet ein ruhiger, konfliktfreier 20. Weltwirtschaftsgipfel zu aller Zufriedenheit sein Ende. Bis zum nächsten Jahr in Kanada. Unter Palmen und der majestätischen Kulisse des Vesuvs schloss sich an den großen noch ein kleiner Gipfel an. Die Präsidenten Clinton und Jelzin unter sich. In einer Mischung von Stolz und Dankbarkeit übernahm Jelzin seine neue Rolle. Auf der abschließenden Pressekonferenz verhehlte er auf humorvolle Weise nicht, dass Clinton und er Tacheles geredet hätten. Aber er lerne dauernd dazu und es werde immer besser. Im September kommt er nach Washington. Boris Jelzin als gleichberechtigter Partner bei den politischen Gesprächen in Neapel. Dies wird von den Gipfelteilnehmern selbst als größter, ja sogar historischer Erfolg des Treffens gewertet. Gerd Helbig in Neapel, ein Gipfel der Eintracht und der Harmonie. Wo waren denn die Sacherfolge? Das kann man sich, wenn man das Kommuniqué durchliest, wirklich fragen. Es erwähnt eine wahre Flut von Konflikten und Problemen und eine ebensolche Flut von Appellen, sie zu beenden. Wenige wäre sicherlich mehr gewesen. Die Eingliederung Russlands ist sicherlich das herausragende Ergebnis und im Zusammenhang damit auch die Tatsache, dass Boris Jelzin die politischen Beschlüsse mit befasst hat. An Sachthemen besonders wichtig sicherlich die Bosnien-Frage und außerdem, dass hier über den Dollar überhaupt gar nicht geredet wurde. Diese Dinge alle waren erwartet worden. Was mich überrascht hat, war, dass hier eine klare Kampfansage gemacht wurde gegen den internationalen Drogenhandel, gegen das organisierte Verbrechen. Das war wirklich neu. Und nach den Erfahrungen von München und Tokio wollte man diesem Gipfel ja eine regelrechte Schlankheitskur verpassen. Hat er denn wirklich abgespeckt? Das hat er. Und zwar nicht nur bei den Politikern, sondern auch bei uns, bei der Presse. Alles ist kürzer geworden, alles ist straffer geworden. Es gibt nicht mehr so viele Plenarsitzungen, es gibt mehr Einzelgespräche. Und im nächsten Jahr in Halifax soll das alles noch viel straffer werden. Das kann der Sacharbeit sicherlich nur zugutekommen. Hinzu kommt, dass es diesmal eigentlich keinen Star gab, so wie voriges Mal bei dem Gipfel in Tokio mit Bill Clinton und seinem ersten Auftritt. Er war heute einer unter acht. Aber nun kommt er ja morgen nach Bonn und übermorgen nach Berlin und da kann er alles nachholen. Schönen Dank nach Neapel. In Bosnien ist die seit 4 Wochen geltende Waffenruhe am Mittag abgelaufen.
Die Gespräche über eine Verlängerung der Feuerpause wurden ausgesetzt. Wann die Verhandlungen weitergingen, sei noch unklar, sagte ein UNO-Sprecher. Vor allem in Nordbosnien gab es heute wieder heftige Gefechte zwischen Regierungstruppen und Verbänden der bosnischen Serben. In Nordkorea beginnen die Beratungen über die Nachfolge des verstorbenen Staats- und Parteichefs Kim Il-sung. Im staatlichen Radio wurde sein ältester Sohn Kim Jong-il bereits als neuer großer Führer gepriesen. Die offizielle Entscheidung wird für morgen erwartet, wenn das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei und das Parlament des Landes zusammentreten. Tränen für den verstorbenen Diktator. In den nordkoreanischen Staatsmedien wird der bizarre Personenkult um Kim Il-sung auch nach dessen Tod fortgesetzt. Zehntausende seien weinend zur Monumentalstatue des Staatschefs gepilgert, berichten Reporter mit tränenerstickter Stimme. Durch die offizielle Propaganda sei in dem Land eine Massenhysterie ausgebrochen, berichten Diplomaten. Ziel der Emotionskampagne im Staatsfernsehen ist es offenbar, den reibungslosen Übergang der Macht auf den Kims Sohn sicherzustellen. Denn Kim Jong-il gilt wegen seines Lebenswandels als unpopulär in der Bevölkerung. Der Leichnam Kim Il-sungs soll einbalsamiert und in einem unterirdischen Mausoleum beigesetzt werden. Ausländische Gäste sind bei dem Staatsbegräbnis nicht erwünscht. Auch nicht der frühere US-Präsident Carter, der dem Toten die letzte Ehre erweisen wollte. Carter war Kim Il-sungs letzter hochrangiger Gesprächspartner aus dem Westen. Zweiter und entscheidender Durchgang der Präsidentschaftswahlen in der Ukraine und in Weißrussland. In diesen Minuten schließen die Wahllokale. In der Ukraine zeigte sich Amtsinhaber Kravtschuk erneut siegessicher. Er hatte bereits beim ersten Mal vorne gelegen. Sein Ziel? Eine eigenständige Ukraine. Sein Rivale Kutschma strebt dagegen eine stärkere Anbindung an Russland an. Erste Ergebnisse von diesem Kopf-an-Kopf-Rennen werden morgen erwartet. Die Arbeits- und Sozialminister der Europäischen Union streben einen Aktionsplan zur gemeinsamen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit an. Darauf einigten sie sich zum Abschluss ihres Treffens im Ruhrgebiet. Schwerpunkte des Programms sollen die berufliche Fortbildung, die Flexibilisierung der Arbeitszeit und der Kampf gegen den Missbrauch von Sozialleistungen sein. Das Revier, einer der größten und modernsten Industrieregionen Europas. Trotzdem sind hier weit über 10% der Menschen arbeitslos. Die Fahrt mit der Werksbahn der Ruhrkohle für die europäischen Arbeitsminister an diesem Sonntagvormittag ein Ausflug der Sonderklasse. Grüne Wiesen, blauer Himmel und die Hinterhöfe der alten Montanburgen von Kohle und Stahl, die längst ein neues Gesicht bekommen haben. Bekämpfung von Schwarzarbeit, Lohndumping und europäische Betriebsräte sind auch die Strategien gegen Massenarbeitslosigkeit. EU-Kommissar Patrick Flynn meint hoffnungsfroh, dass die Zahl der 19 Millionen Arbeitslosen in der Europäischen Gemeinschaft Ende dieses Jahrhunderts halbiert sei. Brotzeit dann in der Werkshalle für europäische Spitzenpolitiker. Ihr deutscher Vertreter fordert: Wenn ausländische Firmen hier Aufträge erfüllen, dann können die ihre Mitarbeiter, die Arbeitnehmer, nur zu den Löhnen beschäftigen, die hier gelten. Denn sonst wird der Binnenmarkt zu einem Tummelplatz von Lohndumping. Das alte Bergmannslied, Glück auf, der Steiger kommt. Und das brauchen wohl nicht nur die Bergleute. An der geplanten rot-grünen Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt entzündet sich mehr und mehr die Kritik.